Also Leute, ich habe schon echt viel gesehen hier, dachte ich jedenfalls, in der Natur. Das zieht jetzt mal wieder die Schuhe aus, sozusagen. Krass, krass, krass. Ach, hier sind wir ja. Genau. Seht ihr das hier? Da versucht hier so eine Schlange. Echt krass. Da bist du schon dran erstickt oder was? Du versuchst jetzt echt mit deinem kleinen Mund hier, Tatsache, den Fisch zu essen. Du bist doch nicht mehr sauber. Das ist echt krass. Gucken wir mal, wie du das machst hier. Zuckelt sogar noch ein bisschen. Krass, krass, krass. Echt heftig. Tja, habt ihr einen Kollegen weniger? Ich hab mich schon mal gefragt, wie das sich da drinnen immer von selbst regelt. Die vermehren sich ja, die Fische. Und können ja nicht raus. Aber jetzt sehe ich, wie das klappt hier. Ich hätte mit allem gerechnet, mit irgendwelchen Reihern oder Vögeln, aber mit so einer Krähenschlange. Ich fasse das einfach. Hey, das schaffst du doch nie. Das schaffst du nie. Krass. Also. Nee. Echt krass. Echt krass. Ich könnte dir vielleicht in zwei Stücke schneiden. Du kriegst den nie hinter. Tja, das war dann wohl doch ein bisschen zu groß für die Schlange gewesen. Na gut, ist der größte Fisch aus dem Teich wieder raus. Haben die Kleinen wieder Platz. Und ja, ich glaube, für dich haben wir auch noch ein Grabstein. Was haben wir daraus gelernt? Wenn der Fisch zu groß im Teich wird, kommt die Schlange und macht wieder ein bisschen Platz. Ja, schon verblüffend. Da hat mir doch so eine Natter einfach so den größten Fisch aus dem Teich rausgeklaut. Ja, die Zeichen der Natur, sollen wir die so deuten? Schlangen. Ja, was kann man über Schlangen so sagen? Ich habe keine Ahnung. Ja, bevor ich da jetzt irgendwas Falsches sage, sage ich lieber, ich habe keine Ahnung. Aber da, wo ich doch schon ein bisschen Ahnung habe, ist das mit diesem ganzen Horoskop-Zeugs. Da habe ich mir weltweit bestimmt ein, zwei Jahre lang alle möglichen Horoskope angeguckt, Chinesisch und Maya und was es da alles gibt. Und was mich da etwas verwundert hat, war dann schon, dass die Maya-Horoskope, dass das ganz gut passt. Ne, da gibt es ja nicht nur 12 Sternzeichen, so wie bei uns, sondern 200 paar noch was, verschiedene Typen. Und die kann man auch nochmal wieder untereinander ausschachteln. Klingt erstmal kompliziert, aber das System dahinter ist ziemlich logisch. Ne? Also lohnt sich wirklich, da mal ein bisschen rein zu lesen, rein zu denken, ob jetzt wirklich was dran ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es hat ziemlich oft gepasst, wollen wir es mal so sagen. Jetzt sind wir aber bei den Schlangen und bei den Fischen. Ne? Unsere Horoskope hier, 12 Sternzeichen. Gregorianische Jahr, brauche ich ja nichts weiter dazu sagen, ist ja alles irgendwo dann. Gab ja auch schon mal was anderes, ne? Und auch bei unseren Sternzeichen gab es angeblich mal 13 Sternzeichen. Da schau her. Und das 13. war dann zwischen Schütze und Skorpion, so wenn das stimmt, was ich mir da so
erlesen habe. Und das ist dann der Schlangenträger. Und der hat dann irgendwie die Aufgabe, irgendwas, was stirbt, ne, dann wieder ins Leben zu bringen, sozusagen. Tja. Ja, und wir haben ja auch noch wieder ein bisschen was gemacht und das wird in Zukunft wahrscheinlich öfter so werden, dass ich ein paar Sachen, die ich so hier nebenbei aus Schrottteilen zusammengebastelt habe, dann verscheuern werde. Und das werde ich nicht hier auf dem Segel-Ohren-Bob-Kanal machen, sondern werde es auslagern auf den Sail-Ear-Bob, wird es wieder Englisch, Kanal, also Segel-Ohren-Bob auf Englisch. Und da findet ihr dann praktisch immer diese ganzen gebastelten Sachen, die dann was mit dem Geschäft zu tun haben. Vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber mir hat es wirklich einen Haufen gebracht, muss ich sagen. Ich habe hier so ein 500 Watt Thai-Inverter, ne? Also praktisch so ein Ding, was dann Sinuswechselspannung macht, was man dann einspeisen kann, sozusagen. Trotzdem hat es mich gewundert, dass wenn die Sonne dann ordentlich da gewesen ist, dass der mir nur 200 Watt ungefähr reingepoltert hat, aber der Lüfter hier auf Hochtouren gelaufen ist. Ja, da habe ich mir gedacht, das ist ja scheiße, ne? Verbrätst der irgendwie 200 Watt, wenn richtig Sonne da ist und nur wenn die Temperaturen passen sozusagen, kann das Ding dann so viel liefern, wie draufsteht. Das ist ja blöd, ne? Ja. Ihr seht's schon. Ich muss, glaube ich, gar nicht mehr viel dazu sagen. Hier ist der Zulauf, hier ist der Ablauf und das Ganze geht an meinen großen Warmwasserspeicher und da ist eine ganz kleine Minipumpe drin von vielleicht 6 Watt. Also wird vielleicht genauso viel ziehen wie der Lüfter hier drin und kann aber trotzdem dann meine 400, 500 Watt damit schalten. Ja, anders war es wirklich nicht möglich gewesen, sonst hätte sich der Lüfter hier drin totgerannt. Und dürfte dann natürlich auch viel länger halten, wenn die Bauteile nicht so heiß werden. So, das ist nur das Gewächshaus. Hier sprießt es schön vor sich hin. Und auch hier rödelt es ordentlich vor sich hin. Ja, große Alaun-Batterie. Auslaufsicher. Und hier Emre MF-Charger, der gerade seine Testrunden dreht hier. Den gibt es dann, wie gesagt, auf dem Sail-Ear-Bob-Kanal. Da gibt es dann mehr drüber über das Teil hier. Die Hochspannungszüchtung, ihr hört es schon fietschen, hier ist der Bedini, hier ist die Zündspule und ja, da rangreifen will ich jetzt nicht unbedingt, ein paar Pflänzchen sind schon draußen, ich versuche mal blaue Erdbeeren zu züchten, mal gucken, ob das funktioniert hier. Und hier hinten ist vielleicht auch eine Idee für euch, ne? Ist einfacher, ich habe ja schräge Dächer und dann sammelt sich das alles hier drüben in der Ecke und
da habe ich dann Löchlein reingebohrt, sodass der Schlauch dann hier runter geht, nochmal schön im Sand dann alles gesäubert wird. Und hier rüber geht es dann Richtung Blümchen. Oder Unkraut, wie man es nennen will. Und jetzt wird es langsam mal Zeit, dass ich ein ganz, ganz großes Dankeschön mal offiziell an alle Unterstützer loswerde. Den Fluter da draußen, den 100 Watt LED-Fluter, ist zum Beispiel eine Spende gewesen. Ne? Also ohne euch wäre das hier alles so nicht möglich, könnte ich die ganzen Tests so nicht machen. Und ganz, ganz großes Danke von meiner Seite an euch, dass ihr so tatkräftig da mitmacht, dass es euch interessiert, dass ihr auch weiterkommen wollt. Und das ist für mich das Größte, die beste Bezahlung, wenn ihr mitmacht. Das ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Ne? So geht das Wissen viel, viel schneller voran und die Entwicklung kann richtig starten. Über 8 Jahre gibt es den Segelohren-Bob-Kanal schon. Am 6.06.2006 gegründet wurden. Durch Zufall ist mir auch erst so im Nachhinein dann aufgefallen. Die 10.000 Abonnenten-Marke hat er vor 1-2 Monaten geknackt. Da hätte ich so schnell auch nicht damit gerechnet, wenn überhaupt. Ne? Und tja, danke, danke, danke nochmal an euch. Und ja, die Schlange hat das Zeichen gegeben, ein bisschen Veränderung steht an. Ihr habt es am Kanal-Icon vielleicht schon gesehen. Mal schauen, ob es die richtige Richtung wird. Wenn nicht, wir sind flexibel. Bis später.